Ja, guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel morgen gegen den Karlsruher SC um 18.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. 12.000 Karten haben wir für die Partie verkauft. Das heißt, es bleiben noch ein paar Plätze frei aktuell. Also gerne noch die kurz entschlossenen ähm, sich ein paar Tickets sichern. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Robert Klaus, der direkt überraschenderweise mal wieder mit dem Personalupdate startet. Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen in die Runde. Ähm, Personalupdate sieht folgendermaßen aus: Flo Hübner hat seine OP gut überstanden. Das ist alles ähm, wie geplant verlaufen. Das sieht gut aus. Ähm, ja, Ausfallzeit haben wir auch schon kommuniziert. Das passt soweit. Ähm, kurzfristig ähm, müssen wir leider auf Felix Lohkämper verzichten. Der musste gestern das Training abbrechen. Ähm, hat Probleme dort im Hüft- und Leistenbereich. Ähm, da müssen wir schauen. Ähm, ob das auf, als Reaktion ist auf die gesteigerte Belastung in den letzten Wochen ähm, oder ob da wieder was aufgeploppt ist, ähm, deswegen müssen wir da einfach mal gucken. Ähm, ist noch nicht ganz abschließend geklärt. Ähm, da müssen wir einfach auch nochmal die nächsten Tage abwarten. Ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, es ist eine sehr komplizierte Verletzung und da ist jetzt wieder was, was aufgetaucht. Da müssen wir einfach schauen, ähm, wohin die Reise geht. Auf alle Fälle ist es so, dass er jetzt gegen Karlsruhe ausfallen wird, was schade ist. Ähm, ja. Ansonsten ähm, sind alle Spieler an Deck außer die Rea-Patienten. Robert, vielen Dank. Dann können wir direkt mit euren Sta Fragen starten, entweder aus der virtuellen Zoom-Konferenz oder hier vor Ort. Wir machen den Anfang mit Fadi Keplavi von den Nürnberger Nachrichten. Fadi, bitte. Guten Tag. Es wurde jetzt nach diesem Spiel in Ingolstadt sehr viel diskutiert über Mut und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten in der, in der Offensive. Welchen Einfluss hat ein Trainer auf solche eher, eher Soft Skills? Ja, es ist ein Mix. Also auf der einen Seite, klar, brauchen wir von den Spielern selber Mut und Überzeugung, auch mal diese Risikobereitschaft. Aber das kann man natürlich auch als Trainer ähm, nicht nur fördern, äh, sondern auch teilweise auch fordern. Also es geht auch darum, den Jungs dann vertrauen zu geben, dass sie auch mal Fehler machen dürfen. Ähm, das ist dann meine Aufgabe. Ähm, da bin ich schon komplett mit im Boot, ähm, so wie bei allen anderen Themen auch. Ähm, das bedeutet, wenn die Jungs sich auch, auch sicher sind, dass sie Fehler machen dürfen, ähm, dann gehen sie auch mehr ins Risiko und mehr ins Mut. Und da geht es jetzt darum, im Moment diese richtige Balance, zu finden. Wir haben es nach dem Spiel auch direkt ja auch thematisiert, sowohl nach außen, aber auch intern haben wir darüber gesprochen, dass wir eine Balance brauchen, die es uns erlaubt, in beide Richtungen gefährlich zu sein, nach hinten gut zu verteidigen, nach vorne, aber auch gute Situationen zu kreieren. Und da ja, müssen wir immer wieder schauen, dass wir da den richtigen, den richtigen Moment erwischen, wann es sich lohnt, auch mal ins Risiko zu gehen und wann es sich nicht lohnt, sondern wann eher das. das, ja, das das Risiko größer ist als die Chance, ähm, aber es waren Situationen da, gerade in Ingolstadt, wo die Chance größer war. Ähm, deswegen, und die haben wir nicht genutzt, die haben wir da liegen lassen. Ähm. Ich glaube, und das haben wir auch thematisiert schon, ich glaube, dass es auch ein Stück weit ähm, dem Spiel in Ingolstadt geschuldet war, weil wir wussten, dass wir natürlich dann einfach auch nach jedem Ballverlust erstmal diesen ganz langen, weiten Ball wieder verteidigen mussten, der tief in unsere eigene Hälfte gekommen ist. Das äh, ist unangenehm, das ist auch teilweise anstrengend. Ähm, und da haben die Jungs etwas das Risiko gescheut. Ähm, das ist keine, keine Ausrede, das ist einfach so, und, und das haben wir auch gesagt, dass es genau in diesem Spielen darf man das halt nicht machen, sondern man muss trotzdem den Ballverlust in Kauf nehmen. Fußball ist ein Fehlerspiel. Und Im Fußball gehören Fehler dazu. Tore ähm, geschehen meistens durch Fehlerketten hintereinander, die man vielleicht gar nicht so sieht, aber die sind einfach da. Und die Fehler muss man auch provozieren und die muss man selber auch in Kauf nehmen. Ähm, das haben wir nicht gemacht in Ingolstadt. Ähm, das ist aber auch abgehakt. Deswegen ging es jetzt darum, in dieser Woche, die ja sehr kurz war, ähm, einfach darum, den Jungs ein paar Situationen, ein paar Lösungen zu zeigen im Video, etwas auf dem Trainingsplatz auch anzubieten, aber auch gerade ihnen das Gefühl zu geben: hey, geht ins Risiko, das ist okay. Wir machen weiter mit Martin Funk von der BILD. Hallo in die Runde. Herr Klaus, ein Wort noch zu Felix Lohkemper. Sie klären jetzt ab, ob das vielleicht wieder mit der alten Verletzung zu tun hat, die ja auch sich sehr lange hingezogen hat. Das ist ja auch eine heikle Verletzung. Könnte das bedeuten, dass man, wenn ein längerer Ausfall wieder droht, dass man nochmal auf dem Transfermarkt tätig wird? weil Felix Lohkemper ja schon ein wichtiger Bestandteil eigentlich in Ihrer Kaderplanung? War? Ja, also wie gesagt, erstmal müssen wir abklären, was das, da, was das ist. Thema Transfermarkt, glaube ich, hat der, der Olaf Reiber und der Dieter Hecking haben da auch schon viel zu gesagt. Ist auch nicht, nicht meine Aufgabe, hier dazu Stellung zu nehmen. Ähm, das ist ähm, ja, Aufgabe vom Sportvorstand, vom Sportdirektor da. Wie immer äußere ich mich nicht dazu, weil ich meine Aufgabe ist es, mit den Jungs zu arbeiten, die da sind. Und da bin ich froh drüber, da haben wir viele gute Jungs. Fadi blavi. Nochmal zurück zu den, zu den langen Bällen, die Sie gerade thematisiert haben im Ingolstadt-Spiel. Erwarten Sie das äh, gegen den KSC anders oder ähnlich? Ich glaube, die sind in der Kategorie auch nicht so ganz schlecht. Ja, der KSC spielt schon anderen Fußball, auch eine andere Struktur, eine andere Ordnung. Wir haben ähm, auch klar mit dem Hofmann einen Zielspieler, der aber eher ähm, Bälle sichert, Bälle ablegt, ähm, entgegenkommt. Und dann versuchen sie darüber dann über Außen auf Tempo aufzunehmen. Ähm, die sind dahinter gut besetzt, ähm, haben, haben eine gewisse Kreativität, ähm, auch ein gutes 1 gegen 1, ähm, haben eine gute Besetzung in der Box. Es ist ein geduldigerer Aufbau. Es ist nicht viel gegen in nicht Ingolstadt, die jeden Ball dann versuchen, schnellstmöglich nach vorne zu spielen, sondern Karlsruhe guckt, dass sie die Situation gut vorbereitet, ähm, bevor sie in die Tiefe spielen dann auch teilweise ja mit ihren mit ihren Sechsern Achtern dann dann Situationen kreieren. das ist natürlich alles etwas anders als gegen Ingolstadt, deswegen erwarte ich da schon deutlich anderes Spiel. Simon Kohl von Radio Energy. Herr Klaus und zwar der KSC hat in den ersten vier Ligaspielen bisher nur ein einziges Gegentor bekommen. Mit welchen Mitteln oder auch vielleicht Einzelspielern könnten Sie es schaffen gegen die KSC Abwehr Tore zu schießen? Ja, das stimmt, dass sie bis jetzt sich sehr stabil präsentiert haben in der letzten Saison schon, aber auch jetzt das mitgenommen haben in die neue Saison, dass sie wenig zulassen auch. Man sie hat trotzdem in den Spielen gesehen, auch wenn sie nur ein Gegentor kassiert haben, dass die, die Gegner schon Situationen auch hatten, die sie aber nicht so gut genutzt haben. Da gab es schon Möglichkeiten, wo wir auch dann ansetzen können. Bei uns geht es einfach darum, dass wir wieder mehr Mut haben, auch in die Tiefe zu kommen, auch was ich gesagt habe, auch mal einen Ball zu verlieren. Das sind einfach so Situationen, die wir, die wir nutzen müssen. Wir haben die Situation, wo wir ähm, immer wieder auch uns aufdrehen können vor der Kette, wo wir dann die entscheidenden Ball mal spielen können, uns aber nicht, ja, das Personal nicht da ist. Daran werden wir arbeiten, dass wir mehr Personal ähm, Richtung ähm, gegnerisches letztes Drittel kriegen. Das ist einfach eine Hauptaufgabe und ich glaube, dass wir dann darüber dann auch ähm, knacken können, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, welche Räume wir jetzt gezielt an, ähm, ansetzen oder welche Gegenspieler oder in welchen, Spielern, in welchen Räumen wir welche Spieler positionieren, weil dann würde ich schon. Bisschen zu viel im KSC vorweg geben. Gibt es weitere Fragen? Fadi. Ähm, eine Frage noch zu, zu Leines äh, Rosenlöcher, wo jetzt die, bei dem die Laie nicht geklappt hat nach Zwickau. Jetzt ist aber auch noch Konstantin Rausch da. Ähm, wie, wie gehen Sie mit der Situation um? Jetzt hat er praktisch zwei mindestens vor sich auf, auf der linksverteidigerposition. Position. Ja, es ist schade, dass es nicht geklappt hat. Wir sind davon ausgegangen, dass es funktioniert. Wir haben das auch unterstützt, als der, der Lein ist auf uns zugekommen ist und gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, viel Praxis zu sammeln in der dritten Liga, haben wir gesagt, ja, das sehen wir auch als richtigen Weg an, das ist gut. Wir, wir haben ihn gern bei uns, aber wir hätten ihn auch gerne gesehen, dass er regelmäßig auf hohem Niveau spielt. Deswegen, das hat jetzt nicht funktioniert, ist unglücklich gelaufen für ihn, weil wir davon ausgegangen sind. Das ist, dass es klappt. Ähm, jetzt geht es darum, was machen wir aus der Situation. Ähm, wir müssen den Leines weiterhin gut fördern. Ähm, es ist ein Spieler, der viel Potenzial hat, der aber auch noch viele Themen hat, die er bearbeiten muss. Die kann er bei uns gut abarbeiten, im, im normalen Training, aber auch im individuellen Videocoaching. Ähm, und vor allen Dingen auch, dass es wichtig ist, dass er Spielpraxis sammelt. Wenn er die bei uns nicht bekommt, dann natürlich über unsere U21. Ähm, er ist ein, durch, die, durch die Pandemie hat er auch noch nicht so viele Spiele in unserer U21 gemacht, wie vielleicht andere Spieler vorher. Deswegen tut ihm das auch gut, wenn er da immer wieder regelmäßig zum Einsatz kommt. Aber ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt alleine sagen: Hier, du, ähm, du trainierst bei uns und spielst nur eine 20. Wenn er den Schritt macht, dann soll er auch bei uns Einsatzzeiten bekommen. Ähm, und das, das trauen wir ihm schon auch zu. Ähm, über Mittel- und Langfristig, aktuell kurzfristig sicherlich etwas schwieriger, aber Mittel- und Langfristig kann er den Weg gehen. Da würde ihm Spielpraxis helfen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das intern für ihn gut ähm, meistern können. Wir machen weiter mit Martin Funk. Sie haben die U21 gerade angesprochen, Klaus. Äh, Wird es da vielleicht nach dem mittelprächtigen Saisonstart äh, ein paar mehr Abstellungen von Ihnen geben? Also dass Sie da auch ein Augenmerk drauf haben, dass vielleicht der ein oder andere Spieler vielleicht eher mal bei der U21 zum Einsatz kommt in den nächsten Wochen und Monaten? Das ist unabhängig jetzt von den Ergebnissen oder vom Saisonstart. Wir wussten, dass in der U21, ohne jetzt mich zu sehr da in dieses Thema da, da reinzuhängen, zu weil ich ja nicht dafür verantwortlich bin, aber ich bin natürlich sehr nah dran und habe auch fast alle Spiele gesehen, wir wussten, dass das am Anfang vielleicht etwas schwieriger werden kann, weil es eine sehr, sehr junge Mannschaft ist, ähm, weil ähm, die Mannschaft über extrem wenig Regionalliga-Erfahrung verfügt. Deswegen wussten wir das, dass das auch jetzt nicht ganz so flüssig am Anfang sein kann. Und die brauchen etwas Zeit ähm, mit einem neuen Trainer zusammen und einem komplett neu zusammengestellten Kader. Das ist okay. Ähm, deswegen sind wir da auch nicht beruhigt in irgendeiner Form. Ähm, bei uns geht es immer darum, um den einzelnen Spieler. Also wir machen jetzt nicht eine Abstellung zu einem 20 damit jetzt die UN20 besonders gut auf bestimmten Positionen aufgestellt ist. Sonst geht da darum, dass unsere Spieler, die bei uns regelmäßig trainieren, dass die Spielpraxis bekommen, so wie es passt, von der Belastungssteuerung, von ihrer Position, auch von ihrem ähm, von ihrer Situation, wo sie gerade drin sind, sind sie nah dran bei uns oben, sind sie etwas weiter weg? Ähm, wie kann man ihnen helfen, wieder näher ranzukommen? Darum geht es immer. Und äh, das ist unabhängig von der, von der sportlichen Situation in der UN20. Wir hatten jetzt ähm, durch diese, diese ja, besondere Situation, dass die Regionalliga Bayern ja eine sehr lange Winterpause hat. Dadurch hatten die jetzt viele englische Wochen am Anfang der Runde. Hatten wir natürlich viele Spiele, ähm, wo wir auch immer gut ähm, ja, steuern konnten, wer spielt wann. Ähm, das passt auch gut. Ähm, jetzt haben die wieder auch direkt englische Woche. Wir haben nächste Woche eine Länderspielwoche, wo wir auch dann selber ein Testspiel dann ähm, schon vereinbart haben, sodass wir dann einfach auch, ja, ähm, ja, ähm, Gucken müssen, wie können wir steuern, sodass die Jungs äh, adäquat Spielzeit bekommen und trotzdem bei uns aber auch die Chance haben, sich anzubieten. Weil, wenn ich immer die Jungs nur Uhr eine 20 spielen lasse, dann sind sie teilweise nicht im Rhythmus von uns und dann können sie auch bei uns nicht die Trainingsleistung bringen, weil sie vielleicht einen Tag vorher gespielt haben oder wir Rücksicht nehmen müssen. Also, deswegen ist es immer eine, von jeder Woche zu Woche eine unterschiedliche Abwägung für jeden einzelnen Spieler. Wir schauen uns das immer an zusammen mit Christian Fjell, wie sieht die Woche aus, wer trainiert wann, wer spielt wann und gegen Ende der Woche treffen wir dann die Entscheidung, für welchen Spieler macht es Sinn, jetzt Spielpraxis zu sammeln oder welcher Spieler hat eine Chance, bei uns Spielpraxis zu sammeln beziehungsweise in ähm, Einsatzminuten zu bekommen, weil das ist das Hauptziel. Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur. Mhm. Hallo Herr Klaus. Herr Klaus, wenn Sie sagen, offensiv noch mehr zu bewirken, äh, Mats Müller-Daly ist ja extrem umtriebig und er versucht ja auch viel, er geht auch ins Risiko. Was fehlt da noch manchmal auch so in, in der Effektivität, auch in, im Zusammenspiel mit den Kollegen? Ja, bei Mats ähm, sieht man natürlich, dass er, was seine was große Stärke ist, er ist sehr ballsicher, ähm, er ist sehr beweglich, sehr umtriebig, wie Sie gesagt haben, ähm, besetzt die Räume. Ähm, wichtig ist, dass wir darauf reagieren. Ähm, das heißt, wenn der Mats auch mal seine Position verlässt, auch mal eine Überzahl herstellt in bestimmten Räumen, dass wir die Position, die dann frei wird, oder den Raum, der frei wird, dass wir den dann wieder dynamisch besetzen, dass da ein Spieler das erkennt und reingeht. Und das ist das, was wir gegen Ingolstadt auch nicht gut gemacht haben, ähm, sondern da haben wir uns zu sehr darauf verlassen, dass wir dann ähm, Mats finden, es geht eher Darum, dass wir dann auch das nutzen, ja, weil Gegner stellen sich auch darauf ein auf ihn, ähm, welche Räume beläuft er, welche Bewegung hat er und dann geben sich natürlich wieder andere Möglichkeiten und die müssen wir einfach dann nutzen. Das können die Achter sein, wenn wir in der Raute spielen. Das kann aber auch, ähm, wenn wir in der zweiten Halbzeit gegen Ingolstadt haben wir dann in einer anderen Ordnungen ja gespielt. Das kann dann auch mal ein Stürmer sein oder ein Sechser, dass wir diese Positionen dann einfach ähm, wieder besetzen, die durch ihn frei werden. Er ist ein Spieler, der durch seine Art und Weise von Fußball glaube ich seine besondere Stärke ist, dass er andere Spieler um sich herum besser macht mit seiner Art von Fußball. Und die Spieler, die um ihn herum spielen, die müssen das jetzt doch mehr erkennen als Chance, dass sie einfach dadurch in gute Situationen kommen und das müssen wir nutzen. Gibt es weitere Fragen? Simon? Herr Klaus, ist der KSC für Sie im Moment als SFC Nürnberg ein Gegner, den man in der Phase der Saison schlagen muss? Ähm, die Frage kriege ich oft gestellt, also oder sehr oft oder eigentlich so drei Viertel vor jedem Spiel, ob es jetzt ein Gegner ist, den man schlagen muss oder als Nürnberg. Also ähm, gebe ich immer die gleiche Antwort. Äh, in dieser liga kann jeder jeden schlagen. es ist so eng. ich glaube, dass wir als erste fc nürnberg gut daran tun, einfach zu schauen, was macht der gegner, was kann er weniger gut, was kann er gut. wenn ich richtig informiert bin, ist der ksc aktuell sehr stabil. hat einen gegentor kassiert. hat den großteil der spiele. Gewonnen, ähm, inklusive Pokal. Ähm, deswegen, das ist das, was zählt ähm, und nicht, um welche Namen irgendwo mal wo sind oder wo, welche Größe welcher Verein hat. Das ist völlig irrelevant. Also deswegen ähm, auf so eine, so eine ja. Sache lasse ich mich, das, da kennt er mich, ähm, das macht wenig Sinn, da lasse ich mich nicht drauf ein, weil es einfach ja, nicht, so, nicht so richtig Sinn macht, da irgendwie Statements rauszuhauen, wie als erste FC Nürnberg müssen den und den Gegner jetzt schlagen oder so. es ist ja einfach. <laughs> Also dann würde ich ja, wenn ich müsste ja der Trainer vom, vom HSV oder Schalke müsste jedes Mal sich hinstellen und sagen, wir müssen ja gewinnen. Ne? Also das ist ja, die müssen ja, dann muss ja Schalke auch, muss ja Schalke muss ja dann auch Erbe Leipzig schlagen in jedem Pflichtspiel, weil die sind ja größer und haben mehr Tradition oder müssen Wolfsburg schlagen, weil die sind ja größer und haben mehr Tradition. Und dann muss ja der Nürn SFC Nürnberg oder der HSV muss ja in jedem Spiel müssen, müssen die ja dann einen anderen Gegner schlagen, weil die haben ja mehr Meistertitel. Also, deswegen immer aktuelle Lage. Wir sind stabil aktuell, wir lassen wenig zu. Nach vorne haben wir im Moment nicht die Durchschlagskraft. Das wollen wir morgen ändern gegen KSC. KSC ist wiederum selber sehr stabil, hat nach vorne auch gute Situationen kreiert. Ich denke, es wird ein enges Spiel auf Augenhöhe. Es wird ein schönes Spiel Freitagabend. Die letzten beiden Duelle gegen KSC in der letzten Saison waren sehr ausgeglichen waren ähm, nicht immer schön anzusehen, muss man auch sagen. Also, besonders das Rückspiel, was aber auch teilweise vielleicht an dem Wetter und an dem Boden lag, was wir dort vor, was wir vorgefunden haben. Aber auch das Hinspiel hier, ich erinnere mich, es war ein regnerischer Abend, kann auch morgen wieder regnen, war kein Fußballleckerbissen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich hoffe, dass das morgen anders wird. So, gibt es noch Fragen? Weder in der Zoom-Konferenz noch hier vor Ort. Alle wunschlos glücklich. Dann sind wir es auch. Sagen vielen Dank. Auch an dich, Robert, vielen Dank für deine Antworten. Und euch allen schon mal ein schönes Wochenende und äh, den einen oder anderen morgen im Stadion. Macht's gut. Ciao. Ciao.